aus Hamburg und ein frohes neues Jahr 2016 wünsche ich euch. Ganz viel Gesundheit und ganz viele Gains und ganz viel schöne Ereignisse in diesem Jahr. Ich melde mich jetzt zurück. Das erste Video 2016 von meinem Bulk & Grow Vlog. Ja, was will ich euch oder was würde ich euch mit auf den Weg geben? Es sind ja jetzt alle wieder unterwegs mit ihren Neujahrsvorsätzen und was sie alles besser machen wollen, was sie erreichen wollen und so weiter und so fort. Das ist schön und gut. Setzt euch Ziele, setzt euch vielleicht auch unrealistische Ziele. Ja? Ja, sieht man mich hier überhaupt? Ja. Was ich sagen wollte, egal was ihr 2016 vorhabt, fitnessmäßig natürlich, primär, habt einen Plan. Und wenn ich sage, habt einen Plan, meine ich, habt ein Ziel und habt die nötigen Tools, um dieses Ziel zu erreichen. Egal wie dieser Plan aussieht, es sollte auf jeden Fall irgendwie der Weg dorthin ungefähr geplant sein, in welcher Form auch immer, in Form eines Trainingsplans, in Form eines Ernährungsplans, in Symbiose dieser, ja, das eine greift in das andere. Ja, strukturiert euch das Ganze und guckt, sucht euch die Informationen im Internet raus, ist es alles da, guckt, was macht für euch Sinn, was macht euch neugierig, was scheint für euch logisch und dann muss eigentlich jeder für sich selbst so ein bisschen rausfinden, was für ihn passt. Also, das mal grob gesagt, die wichtigste Message an euch meinerseits für 2016. Habt einen Plan, verfolgt diesen Plan kontinuierlich, beständig und dann habt ihr eigentlich schon den Großteil eures Ziels erreicht. Eigentlich habt ihr das Ziel schon erreicht. Wenn ihr das visualisiert habt euch im Kopf, dann hat euer Gehirn euch quasi schon signalisiert, es ist alles da oben da. Wenn du es dir vorstellen kannst, dann gibt es halt auch einen Weg dahin schon. Jetzt musst ihr den Weg nur noch einschlagen und gucken, links, rechts, wie komme ich dahin? Training. Ihr habt jetzt meine erste, zweite Trainingseinheit dieses Jahr gesehen. Die erste habe ich nicht abgefilmt. Das erste Pull-Training. Ich bin immer noch in der Findungsphase für jetzt die nächsten 3 Monate. Es wird definitiv, der Vierer-Split wird runtergecuttet auf eine Variante, in der ich meine Beine definitiv öfter in der Woche trainiere, halt die Frequenz erhöhe, dafür das Volumen runterfahre. Am Ende des Tages 2, vielleicht sogar 3-mal die Woche Beine trainiere, weil das muss einfach besser werden. Und was das dann genau wird, da bin ich jetzt diese Woche, die nächsten 1-2 Wochen immer noch in der Findungsphase. Ich habe jetzt lange genug mir diesen Vierer-Split gegönnt. Habe sogar auch gute Fortschritte gemacht, was der eine oder andere, glaube ich, oder was der eine oder andere nicht glauben wird, ist aber definitiv so. Jetzt will ich aber eine höhere Frequenz fahren.
bin da jetzt in der Findungsphase, sag dann aber definitiv nochmal in diesem Format hier, wie es dann nun wirklich aussehen wird und wie ich das Ganze wirklich dann strukturiere. Ja? Nochmal so zurück zu dem Thema, einen Plan haben. Das esse ich alles jetzt auf einmal auf. Ihr habt mein Frühstück gesehen. Der ein oder andere wird jetzt wieder sagen, oh Gott, was haut er sich alles rein? Das ist alles nicht clean foods und so weiter und so fort. Das Frühstück war für meine Verhältnisse relativ clean. Heute Abend gibt es auch nur noch einen Kartoffelsalat, den Julia gemacht hat, der auch wirklich clean ist. Aber ihr wisst, ich habe da gar keine Lust mehr drauf, dieses clean, nicht clean Diskussion, die zu führen. Ich muss auf meine Kalorien kommen, damit ich genug Energie habe für meinen Alltag, fürs Training, zum Regenerieren. Und achte trotzdem auf meine Mikronährstoffe, die kriege ich rein. Das ist das Wichtigste. Fitbit Charge habe ich jetzt auch im Test. Finde ich bis jetzt recht gut. Dazu aber ein anderes Mal mehr. Ich muss jetzt das ganze Essen vertilgen und gucke mir dabei noch ein bisschen The Walking Dead Staffel 5 an. Ist jetzt gerade bei Amazon rausgekommen, Amazon Prime. Und geht schon richtig, richtig zombie-mäßig los. Thank you.